Hallo Leute, heute sind wir wieder zu Gast beim HSV Ethikheim in der Abteilung Kickbox. Neben mir Lars Niedermayer, der erste Vorsitzende Stefan Friedmann und weiterer Trainer Thomas Schneider. Seit unserem letzten Besuch hat sich einiges getan. Und heute wollen wir mal jetzt über die Abteilung Kickboxen und den Förderverein sprechen. Was gibt es Neues zu berichten? Also ganz aktuell, ganz neu, heute eingetroffen, unser Boxring, wo wir sehr stolz drauf sind. Wir arbeiten Zusammenarbeit mit dem Förderverein HSV und Ethikheim Kickboxen zusammen auf die Beine gestellt. Also es ist eine ganz, ganz große Sache. Das ist wie bei den Fußballern, die haben den Rasenplatz und wir haben jetzt unseren Boxring. Das gehört zu uns dazu wie Wasser zum Leben. Ja. Wir sind sehr stolz darauf. Die Abteilung Kickbox hat hier eine großartige Sache geleistet. Ja. Und stolz zur Abteilung Verein. Weil wir als Verein können uns das so, also im finanziellen Bereich, nicht so schnell leisten, wie das die Abteilung Kickbox mit ihrer Sponsoren. Ein Thema wollte ich gerne noch ansprechen, was viele Leute gar nicht wissen. Einige Titelträger. Ja, natürlich, da reden wir auch sehr gern drüber. Wir haben also Weltmeister, zweifach Doppelweltmeister, wir haben Vize-Weltmeister, wir haben mehrfach deutsche Meister, internationale deutsche Meister. Von der Landesmeisterschaft gar nicht zu sprechen. Wir sind in der Jungzeitgruppe hier, sind wir sehr erfolgreich und versprechen uns auch jetzt, sind wir sehr zuversichtlich und auch sicher, dass wir jetzt mit der neuen Ring, den wir hier haben, gerade im Ringsport, im Folgentag, Kickboxen oder K1, können wir weiter Fortschritte erzielen. Weil es ist doch anders, hier zu trainieren im Ring, wo man nicht immer nur nach hinten ausweichen kann, sondern auch zur Seite muss und auf der Ring. Sehr schön. Eins würde ich ganz gerne noch sagen, ich danke alle unseren Sponsoren, die uns das ermöglicht haben, dass wir diesen Ring kaufen gekönnt haben. Und ganz besonders Ralf Leiner. Der Ralf hat wirklich sehr, sehr viel für uns gemacht. Vielen Dank, Ralf. Danke, Ralf.